Das schriftliche und eventuell auch schon das mündliche Abitur hast du hinter dir. Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, die einen Ausbildungsplatz haben oder wissen, dass sie studieren wollen. Was ist aber mit den Unentschlossenen? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt nach dem Abi? Bleib dran und du erfährst es. Viel Spaß und los geht's! In der Zeit nach dem Abi bist du sicherlich froh, die viele Paukerei erst einmal hinter dir zu haben. Jetzt hast du endlich wieder Zeit für die, nun ja, wichtigen Dinge im Leben. Vielleicht gehst du auch als Au-pair ins Ausland, machst Work and Travel oder ein freiwilliges soziales Jahr. Aber irgendwann muss es auch beruflich weitergehen und deshalb gibt es jetzt ein paar Infos zur Ausbildung, zum Studium und auch zum Thema Selbstständigkeit. Und damit kommen wir zur ersten Möglichkeit. Na klar, du studierst und erwirbst dadurch einen Abschluss, eventuell machst du auch noch einen Master. Mittlerweile gibt es über 18.000 verschiedene Studiengänge, die du an Unis, Fachhochschulen oder Kunst- und Musikhochschulen studieren kannst. Ach so, und davon gibt es derzeit sogar über 400 in Deutschland. Klar, dass dir da vielleicht die ein oder andere Entscheidung zum Studiengang, Studienort, Abschluss und der Uni schwerfallen wird. Geht aber nicht nur dir so, daher gibt es jedes Jahr mehrere Uni- und Berufsmessen. BWL ist eben nicht das einzige, wenn du was mit Wirtschaft studieren willst. Auch eignet sich die Studienberatung an den Unis, um das Passende für seine eigenen Präferenzen, Interessen und Stärken zu finden. Unser Tipp ist also, nutz das Angebot an Messen, Unis und Infoveranstaltungen. Ja, und im Ernstfall, Google gibt's ja auch noch. Während oder nach dem Studium hast du viele Perspektiven, in welche Richtung du dich weiterentwickeln willst. Eine Perspektive, die uns am Herzen liegt, ist zum Beispiel die Selbstständigkeit. Jo, sein eigener Chef zu sein, ist zu Beginn zwar ziemlich herausfordernd, du hast aber auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Egal, ob du zu dem Zeitpunkt erst Existenzgründer oder schon richtiger Unternehmer bist, für dich gibt es viel Unterstützung und es macht unheimlich viel Spaß, schon während oder nach dem Studium etwas Eigenes zu machen. Möglichkeit 3 deiner beruflichen Zukunft ist daher die klassische Ausbildung im handwerklichen oder kaufmännischen Bereich. Die Praxis erlernst du dabei im Betrieb bzw. im Unternehmen, die Theorie deckt die Berufsschule ab. Wahlweise wird eine Berufsfachschule besucht. Oh, schon wieder Schule? Tja, das gehört leider dazu. Da es weit mehr als 300 anerkannte Ausbildungsberufe in allen Branchen gibt, lohnt es sich auch hier, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, zur Berufsorientierung oder zu einer Messe zu gehen oder einen Stärken-Schwächen-Test zu absolvieren. Da in Deutschland in einigen Bereichen ein Fachkräftemangel herrscht, sind viele Unternehmen auch aktiv auf der Suche nach jungen und engagierten Mitarbeitern. Ja, vielleicht gehörst ja auch du bald dazu. Vorteile einer Ausbildung sind natürlich die Ausbildungsvergütung, die Praxisnähe und deine frühe Eigenverantwortlichkeit. Du musst dich jetzt schließlich um vieles selbst kümmern. Unser Tipp ist also, es muss nicht immer ein Studium sein, auch eine Ausbildung ist eine tolle Möglichkeit. Denk aber daran, dich rechtzeitig zu bewerben, meistens so ein Jahr vorher, da insbesondere die größeren Unternehmen mittelfristig planen und kurzfristig keine Stellen mehr zur Verfügung haben. So, und für den Fall, dass du übermotiviert bist, naja, kleiner Scherz am Rande, kannst du dich auch für ein duales Studium bewerben. Das bedeutet, dass du Ausbildung und Studium miteinander kombinierst, also Praxis und Theorie miteinander. Je nachdem, wie dein Modell zum dualen Studium aussieht, ist es jedenfalls sehr zeit-, arbeits- und lernintensiv. Auch bleibst du die ganze Zeit beim gleichen Unternehmen und arbeitest im gleichen Tätigkeitsbereich, auf den du dich schon zu Beginn festlegst. Vorteile sind aber natürlich die Praxisorientierung, die Abwechslung, dein Gehalt und auch die guten Übernahmechancen. Die Unternehmen investieren schließlich in dich und wollen dich dann natürlich auch halten. Falls du interessiert bist, erkundige dich rechtzeitig, ob es freie Plätze gibt. Aber auch nach einem dualen Studium hast du natürlich die Möglichkeit, dein eigenes Ding aufzubauen. Erfahrungen im Bereich Finanzierung, Marketing und Organisation konntest du im Optimalfall bereits sammeln. Weißt du schon, was du nach der Schule machen willst oder bist du gerade in dieser Situation? Schreib es uns in die Kommentare und lass uns darüber sprechen. Vielen Dank für die tolle Kooperation mit selbstständigkeit.de. Link in der Videobeschreibung und in dem Sinne Daumen hoch, abonnieren und dieses Video teilen freut uns sehr. Bis bald, mach's gut und ciao.